Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Ich bin der Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Jetzt gibt es die Weekly News etwas verspätet leider. Ich war beschäftigt, sagen wir mal so, und deswegen ging das nicht. Es ging erst heute. So, wir schauen mal auf die Liste. Ich mache das jetzt lieber so mit dem Handy. Manche haben gesagt, diese Liste wäre irgendwie doof, die ich da immer zeige. Das ist so ein bisschen persönlicher vielleicht, wenn ihr mich dabei noch seht. Half-Life Alyx kriegt ja einen Mod-Support und da werde ich ein bisschen drüber berichten. No Man's Sky VR kriegt ein Mac-Update. Green Hell, ein Dschungel-Survival-Spiel, kriegt VR-Support. Boneworks kriegt ein Update und der Knaller natürlich diese Woche, die Star VR One ist jetzt verfügbar. Das hat mich umgeworfen. Ja, dazu gibt es natürlich immer die neuesten Sales und Releases diese Woche. Bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren Woodghost VR, Oppermann Events, Andy de Felser VR Ambassador und Alpha Blend Interactive. Viel Spaß mit den Weekly News, auch wenn sie ein bisschen verspätet kommen. Und los geht's! Voodoo.de. Ja, viele Leute haben ja sicherlich schon Half-Life Alyx zumindest mal gesehen in einem Video oder vielleicht sogar schon durchgezockt. Ich habe es durchgezockt und ich bin halt mega geflasht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das weiter? Ich meine, wir haben es jetzt durchgezockt und nun, ich meine, das Spiel ist das geilste ever. Da brauchen wir jetzt nicht drüber zu diskutieren, aber wie geht es jetzt weiter? Ich will mehr Half-Life erleben. So, und jetzt hat ja Valve versprochen, es gibt Modding-Tools. So, die sollten eigentlich so irgendwann nach Half-Life Alyx kommen. Wir haben jetzt 2 Wochen nach Release und leider fühlen sie sich noch nicht imstande, ein Release-Datum zu veröffentlichen. Und das ist eigentlich natürlich schade, weil ja, man muss natürlich jetzt gucken, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Wann können wir mit mehr Tools rechnen? Was natürlich alle im Hinterkopf haben, ist natürlich ein Multiplayer-Mod. Ganz klar, dass wir das Spiel im Multiplayer zocken können. Und das wäre richtig geil. Und ich bin mir sicher, wenn diese Modding-Tools kommen, dann wird irgendjemand ein Multiplayer-Mod machen. Es wird natürlich neue Levels geben. Wird viele Levels geben. Vielleicht noch ein paar so Mini-Mods irgendwie. Vielleicht noch schwerer oder sowas. Das wird alles kommen und ich freue mich sehr darauf natürlich. Aber stellt euch mal vor, das irgendwie im Koop zu zocken oder halt, ja, durch die Levels, zumindest im Deathmatch oder sowas. Oh, stellt euch das mal vor, ey, irgendwie, ne? Da, bam, bam, und der andere dann hinter der anderen Mauer. Ist bestimmt geil oder was, ne? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ich kann euch nicht sagen, wann das released wird, das Modkit, aber mich würde natürlich mal von euch interessieren, was hättet ihr gerne gesehen in Half-Life Alyx? Jetzt noch als zusätzlichen Mod. Was würde ich am liebsten freuen, was es als Mod geben würde? Schreibt das bitte mal in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Können wir mal durchaus mal sammeln. Und dann, wer weiß, ich kann das ja, wir können das einfach mal sammeln und ich kann das einfach mal an Valve schicken. Ob die überhaupt interessiert, was ich mache, weiß ich nicht. Aber was soll's, ne? Oder nicht an Valve. Vielleicht, ich glaube, dass Valve vielleicht, wenn das released wird, schon mal so eine Liste veröffentlicht mit Sachen, die vielleicht von der Community interessant sind, wer weiß. Ne? Oder man kann das auf der Steam-Community-Seite veröffentlichen zu Half-Life Alyx. Wäre bestimmt ganz interessant, also schreibt es mal drunter. Die Modding-Tools. No Man's Sky VR oder auch die normale No Man's Sky Version, die kriegt ein Update. Und jetzt kriegen wir Max. Ja, riesige Kampfroboter. Die sehen halt so aus wie hier auf dem Bild. Und mit denen können wir auf Planeten rumdüsen und wir können Ressourcen abbauen. Aber was noch viel cooler ist, die sind resistent gegen alle möglichen, ja, sag ich mal, gefährlichen Sachen, die auf Planeten irgendwie gefährliche radioaktive Atmosphäre oder irgend sowas. Und das ist natürlich ganz cool. Ne? Und das könnt ihr jetzt runterladen, das Update. Und für VR-Player gibt es als Bonus noch eine
First-Person-Perspektive aus dem Cockpit. Wir können es mit den Joysticks steuern. Sehr, sehr cool. Also ich bin nach wie vor sehr begeistert von den Entwicklern von No Man's Sky, dass die wirklich dieses Spiel so schön gemacht haben in VR, dass die sich wirklich Mühe geben. Also man merkt wirklich, die sind bei der Sache dran. Ja, damals, als No Man's Sky rauskam, da war das ja doch schon, also ich fand es schon immer geil vom ersten Tag an, aber der Shitstorm war halt groß, da konnte man nicht viel machen und dann irgendwelche Bugs und so. Aber wie die das Spiel verbessert haben, das gehört wirklich mal gelobt, muss ich sagen. Ganz schöne Sache. Also zieht euch mal das Update, wenn ihr ein paar Mechs steuern wollt. Das Jungle Survival Horrorspiel Green Hell bekommt VR-Support. Und das ist mal eine feine Sache. Das ist ein Spiel, das spielt im Amazonas-Regenwald und wir müssen da überleben. Das heißt, wir müssen Sachen craften, wir müssen uns vor Gegnern schützen. Das Ganze könnt ihr im Koop spielen. Es erinnert mich also ein bisschen an The Forest, muss ich sagen. Was auch geil war, The Forest hat auch VR-Support. Aber dieses Spiel kriegt das jetzt auch. Und zwar von den gleichen Machern wird das in VR umgesetzt, die auch Layers of Fear gemacht haben. Was mich etwas stutzig macht, weil ich fand die Umsetzung von Layers of Fear nicht so geil, muss ich sagen. Das hätte man besser machen können. Ich hoffe, dass sie aus den Fehlern gelernt haben und dass da was Besseres draus wird. Weil eigentlich sind so Spiele... Ach, guck mal, hier steht auch so Like the Forest, sehe ich gerade. Das hat eigentlich verdient, dass es cool wird, ne, dieses Spiel. Und ich bin gespannt. Ich mag solche Spiele und wir werden das natürlich mal zusammen ausprobieren. Green Hell. Und es gibt ein Update von Boneworks. Unser schönes Physikspielerei-Spielchen in der virtuellen Realität. Und wir haben verschiedene neue, ich glaube, wir haben drei neue Levels. Eins davon sieht ungefähr so aus hier unten. Mit ein paar Plattformen, ein bisschen Ballerei und so. Und dann gibt es aber noch mehrere Sachen. Also anscheinend ist nochmal die Handphysik verbessert worden. Wir haben neue Umgebungen. Das sind diese drei Levels. Ein Kurs auf Zeit, also wir müssen da so kleine Minispielchen machen, neue Waffen, neue Songs, Performance-Fixes und so, und das Update nennt sich Redacted und das könnt ihr jetzt auf Steam runterladen. Ich bin gespannt, das werde ich sicherlich mal reinschauen in das neue Update von Boneworks. Ja, da haut's mich doch vom Planet, oder? Ich habe mich sehr gewundert, als ich diese Nachricht hier euch überbringen konnte. Diese Woche ist die, oder ja, letzte Woche halt jetzt, ist die Star VR One aus heiterem Himmel aufgetaucht und ist sofort verfügbar. What the heck? ja, was soll ich sagen? Ich bin geflasht, aber ich weiß, dass viele natürlich sagen, das ist nix, weil das ist natürlich zu teuer. Das Ding, ich weiß immer noch nicht den Preis. Der damalige Preis für die Dev Edition waren $3,200. Ob das jetzt untergegangen ist, kann ich nicht sagen. $3,000 sind ein stolzer Preis. Aber dieses Ding ist auch eine stolze VR-Brille. Wir haben ein extrem gutes Display da drin. Das ist ein AMOLED-Display drin. Und mit einer ziemlich, also die Auflösung ist jetzt nicht kein Blast, aber wir haben eine schöne RGB Subpixel Stripe Matrix, wir haben Auto-IPD, wir haben Eye-Tracking, wir haben ein 210 Grad horizontales Field of View, das müsst ihr euch mal reinballern, also nicht diagonal, sondern wirklich horizontal, das Ding deckt das gesamte menschliche Sichtfeld ab und ohne Distortion, der Komfort von dieser Brille ist brutal geil. Die Brille ist leicht und extrem komfortabel. Sie hat nämlich hier an den beiden Seiten und hinten ja so Stellschienen und die dreht man hinten mit dem Rad zusammen. Und auch oben der Strap, der normalerweise manuell immer benutzt werden muss, der geht auch zusammen mit der Stellschraube. Ihr könnt das kaufen, indem ihr hier oben auf Purchase geht und dann eine E-Mail schreibt. Ich weiß nicht, ob ich eine Brille bekomme, ob ich hier irgendwie mal eine geschickt bekomme oder ob mir da mal eine antwortet, keine Ahnung. Aber
ich sage euch, das ist, ich meine, ich habe ja schon viele VR-Brillen getestet, viele und die meisten davon habe ich hier zu Hause, aber das Ding ist das Beste, was ich jemals getestet habe. StarVR One. Ja, Leute, wie sieht's aus? Normalsterbliche brauchen da gar nicht drüber nachzudenken. Das Ding ist für Hardcore-Enthusiasten, denen Geld scheißegal ist. Die wollen das Beste vom Besten haben. So, wer von den Leuten interessiert sich für das Ding? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich habe das Ding für euch schon getestet. Das Video könnt ihr schauen auf meinem Kanal. Ich bin sehr begeistert davon. Ich glaube nicht, dass sich da viel dran geändert hat. Aber natürlich habe ich es auch am liebsten zu Hause. Da kann ich mal viel ausführlich, da habe ich mehr Zeit und alles und kann dann auch mal die Steam-VR-Games zocken, die natürlich hoffentlich laufen. Das ist natürlich, ich konnte auf der Messe natürlich nicht einfach mal irgendwie Half-Life Alyx, das war ja sowieso nicht draußen, oder wahllos irgendwelche Spiele ausprobieren. Das ging natürlich nicht. Aber das werde ich natürlich für euch dann machen. Also, ich bin gespannt. StarVR One. Das Ding wird, also ich gehe mal davon aus, dass ich keine kostenlose Testeinheit bekomme, dass ich selber $3000 bezahlen muss. Und das wird mir schon helfen, wenn ihr mich ein bisschen supportet, da ehrlich gesagt. Weil das ist natürlich schon ein Batzen Geld, aber ich möchte das Ding halt auch für euch testen. Also wenn ihr mich supporten wollt, würde ich mich freuen. Patreon, gerne auch einmalig über PayPal. Ihr findet meine E-Mail-Adresse in der Beschreibung. Könnt ihr euch mal überlegen. Ist natürlich keine Pflicht, um Gottes Willen. Wenn ihr keinen Bock darauf habt, dann ist das halt so. Aber würde mich freuen, wenn ihr das mal macht. Oder halt euren Krempel, den ihr überall kauft, über meinen Amazon-Link. Egal was. Wäre schön. Ja, StarVR One. Kommen wir zu den Releases diese Woche. Und zwar war auf SteamVR haben wir Iron Light. Das ist ein VR-Duellspiel, wo wir uns mit Nahkampfwaffen bekämpfen können. Und das geht natürlich logischerweise auch im Multiplayer. Dann haben wir Virus Popper. Das ist ein kostenloses Minispielchen, wo wir ja schon so ein bisschen mit Geschicklichkeit den Coronavirus bekämpfen müssen. Völlig verrückt, ist aber auch für Kinder ganz lustig. Heaven's Tournament, das ist auch ein Kampfspiel, wo wir ja auch gegen, aber Computergegner kämpfen, Nahkampf und alles. Da muss man auch in Deckung gehen, Reflexe beweisen und alles. Dann auf der Oculus Quest ebenfalls Iron Lights und auf der Oculus Rift Plattform auch Iron Lights und Agent of Chernobyl. Und da, das ist eher so ein, ja, so ein Horror-Shooter, wenn wir uns mal hier die Bilder angucken, das sieht ziemlich düster aus, aber eigentlich auch ziemlich geil. Also da gucke ich mal, ob ich da einen Key für bekomme. Dann können wir uns mal zusammen anschauen. Das waren die Releases. Auf der PlayStation gab es nichts. So, und dann schauen wir uns noch die Sales haben wir schon geschaut. Und zwar auf Steam fangen wir an. Res Infinite, das hat einen Rabatt von 50% im Moment. Und das ist eher so ein krasser Action-Shooter ist das, mit völlig abstrakten, krassen Figuren und Gegnern und Welten und so, ist sicherlich mal ein Blick wert. Vanishing Realms, immer noch eins meiner Lieblingsspiele, Adventures, 40% und Superhot VR, kennt fast jeder, ist 32% runtergesetzt. Dann auf der Oculus Quest haben wir ein Bundle zwischen Box VR und Racket NX für 34,99 oder das zweite Bundle ist Synth Riders und Raccoon Lagoon für 28% günstiger. Dann haben wir auf der PlayStation VR noch The Curious Tale of the Stolen Pets. Das ist ein wunderschönes Spiel, auch für Kinder. 46% runtergesetzt. Blood and Truth, Super Action Shooter, 62%. Chain Room Greenwater, ein Horror-Abenteuer, 54%. Box VR, 50%. Der beste Shooter Firewall Zero Hour auf der PlayStation VR, 50%. Rick and Morty, ein saulustiges Abenteuerspiel für die PlayStation VR, 60%. Apex Construct, eine Mischung aus Shooter, Abenteuer und Story, 60%. Raw Data, auch ein Shooter, 64%. Und Don't Knock Twice,
60% auch. Das ist ein Horrorspiel. Ja, Leute, das waren die Weekly News. Sorry, dass sie diesmal ein bisschen später kam. Ist aber halt manchmal so, ne? Machst du nichts, ist ja auch egal. Das ist ja alles für mich immer noch kein Beruf, sondern Hobby. Und wenn das halt mal ein bisschen später kommt, dann ist das halt so. Ich bedanke mich bei euch trotzdem fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de